Hallo, ich bin Vyacheslav Shatalov aus Russland, aus Sibirien und lebe seit 2 Jahren im Saarland. Hier habe ich meine zweite Heimat gefunden. Im Saarland gibt es nicht nur schöne Natur, Städte und Dörfer bekannt, sondern auch viele Bauernhöfe, die sehr wichtig für das Land sind. Ich habe mich schon immer für Tiere und Landwirtschaft interessiert. Heute möchte ich euch jemanden vorstellen. Wir sind hier in Martinshof für St. Wendel, Osterbrücken. Ich komme sehr gerne hierher. Herrn Gerhard Kempf habe ich hier kennengelernt. Guten Tag, Herr Kempf. Zunächst vielen Dank, dass ich dieses Interview mit Ihnen machen darf. Für mein Projekt möchte gerne ich Ihnen ein paar Fragen über Saarland stellen. Wie lange leben Sie schon im Saarland und wie lange gibt es Martinshof? Ich lebe schon seit fast 60 Jahren im Saarland. Ich bin auf welchem und war auch 3, 4 Jahre außerhalb vom Saarland. Bin aber dann irgendwann wieder zurückgekommen und praktisch bei der Geburt wohne ich hier. Und den Martinshof gibt es seit 1985, also auch schon weit über 30 Jahre. Könnten Sie sich vorstellen, in ein anderes Bundesland umzuziehen? Ja, ich habe auch schon in einem anderen Bundesland gewohnt. Ich habe da studiert, wollte auch dort wohnen bleiben. Das hätte ich mir vorstellen können. Aber jetzt bin ich wieder im Saarland gelandet und ich bin sehr gerne hier im Saarland. Wir haben ganz viel Natur, vor allem weil viele Nicht-Saarländer denken, wir haben nur Industrie, wir haben nur Kohle und Stahl. Aber wir haben Wald, wir haben Seen, wir haben alles, was schön ist. Ich finde, es ist etwas Besonderes, dass Saarland mit Frankreich grenzt. Ist das für den Hof von Vorteil? Das ist ein Vorteil zum Teil, weil wir uns anstrengen, auch mit Frankreich Kontakt zu haben. Wir verkaufen auch viel nach Frankreich, aber es ist nicht so einfach, weil die Saarländer sprechen nicht Französisch und die Lothringer sprechen auch nicht Deutsch. Das war früher einmal so, heute nicht mehr. Heute muss ich als Saarländer oder als Deutscher in Frankreich Französisch können. Wir haben auch extra in Frankreich ein Büro eingerichtet, wo wir Unterstützung haben praktisch zum Verkauf unserer Produkte. Also es ist ein Vorteil einerseits, weil es eine Region ist oder ein Land ist, was gute Lebensmittel schätzt, die wir ja herstellen. Und was auch dann gern das Geld bezahlt, was diese Produkte wert sind, was sie kosten. Aber es ist auch sehr anspruchsvoll, dann auch die spezielle Qualität herzustellen, die Franzosen möchten. Und dann eben auch die ganze Infrastruktur aufbauen, aufrechtzuerhalten, sprachlich telefonieren in Französisch, Televisionen. Das ist sehr viel spezifisch auf Frankreich zugeschnitten, was wir jetzt auf dem Martinshof machen für Frankreich. Was unterscheidet Martinshof von anderen Höfen? Was macht Ihnen Besonderes? Von anderen Höfen unterscheiden wir uns, glaube ich, durch unsere Vielfalt. Als wir anfingen, waren wir eigentlich Pioniere in unserer Region. Wir haben hier in einer Grünlandregion dann Fleisch produziert, aber es gab keine Biometzgereien. Wir haben Ziegenmilch produziert, aber ich hatte ja keine Möglichkeit, die Ziegenmilch als Bio-Ziegenmilch an eine Molkerei zu verkaufen. Also haben wir erstmal alles selbst aufgebaut. Wir haben eine Metzgerei aufgebaut, wir haben eine Molkerei aufgebaut oder eine Käserei. Und dann haben wir noch den Nachteil, dass wir zwar sehr wunderschön hier leben, in diesem wunderschönen grünen Ostertal, aber wir sind sehr weit von unseren Kunden weg. Und deshalb haben wir schon früh unseren Lieferservice zum Beispiel erfunden, dass wir unsere Produkte zu den Kunden gebracht haben, was heute eigentlich modern und gang und gäbe ist. Aber zur damaligen Zeit war das noch ganz neu, war für die Kunden eine Überraschung, dass ein Bauer kommt und sagt, ich bringe euch alles nach Hause. Und das haben wir dann weiter entwickelt, weiter ausgebaut und ich glaube, das ist auch das, was uns heute unterscheidet von anderen Biohöfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Besucher und die Kunden sind begeistert, wenn sie hierher kommen. Wie würden Sie die Reaktion von den Menschen beschreiben?
Ja, unsere Besucher sind immer sofort begeistert, wenn sie herkommen. Wenn sie zum Hof herfahren, sehen sie erstmal die schöne Natur. Unser Hof liegt direkt am Wald. Wir haben einen großen See vor dem Haus. Und das ist gerade im Frühling, Sommer, ist das ein ganz tolles Bild. Und wenn sie dann in den Stall kommen und hier an dieser Stelle stehen und die Ziegen sehen, dann sind sie restlos begeistert von uns, vom Martinshof und auch eben von unserer Landschaft hier. Arbeiten Sie immer noch viel selbst im Hof mit? Welche Arbeit macht Ihnen besonders Spaß? Ja, ich arbeite eigentlich rund um die Uhr im Hof. Allerdings, Hof heißt jetzt hier nicht nur die Landwirtschaft, sondern der Hof ist noch viel mehr die Metzgerei, die Käserei, der Lieferservice, unser Laden in Saarbrücken, der Vertrieb an Güterverkäufer wie Supermärkte und Naturkostläden. Das ist alles sehr aufwendig, sehr vielfältig. Das hat viel mit Technik zu tun, das hat mit Kundenkommunikation zu tun. Und da habe ich eigentlich rund um die Uhr einen Job oder viele Jobs, die ich Tag ein, Tag aus ausführen muss. Und das macht mir auch nach über 30 Jahren immer noch Spaß, Ziegen zu melden, zu füttern. Es macht mir aber genauso Spaß, wenn ich irgendein technisches Problem in der EDV löse oder wenn ich einen guten Mitarbeiter gefunden habe oder motiviert habe. Also ich bin da sehr vielfältig und mir macht schon die Arbeit immer noch Spaß. Verstehe ich richtig, können Sie melken und futtern? Ja, ich kann melken, ich kann Futter mähen. Ich bin Landwirt eigentlich, ich habe Agrarschule studiert, war dann praktischer Landwirt, habe hier auch als praktischer Landwirt angefangen, den Hof aufzubauen. Aber ich bin dann sehr schnell sehr vielseitig geworden. Ich konnte mich nicht auf die Landwirtschaft konzentrieren. Also pflügen hat mir Spaß gemacht, aber ich habe einfach die Zeit nicht dazu. Vielen Dank, Herr Genf, für das Gespräch. Gerne.